Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend oder guten Nachmittag. Wir sitzen hier gerade in einem ganz tollen, ja, Restaurant, Bar, genießen einen ganz tollen grünen Smoothie, sogar mit Spirulina und irgendwelchen Foods, wie nennt man, Superfoods und Nährstoffen noch drin. Also wir lassen es uns hier richtig gut gehen. Und ich möchte heute mal mit dir darüber sprechen, wie du die Angst vor der Investition in deine Weiterentwicklung und deine Persönlichkeit verlierst. Denn das war manchmal auch noch bei mir, oder es war bei mir auch ein ganz, ganz großes Thema, weil wir das einfach nicht gewöhnt sind. Wir sind gewöhnt, was weiß ich, ins Auto, in die Wohnung, ins Haus, in irgendwelche technischen Dinge zu investieren, vielleicht auch einen Kredit dazu aufzunehmen, aber wir sind es nicht gewohnt, in uns selbst, in unsere persönliche Entwicklung zu investieren. Und deshalb haben wir da auch einfach dann so ein Surren in uns und überlegen, ist das die richtige Entscheidung? Was ist, wenn das nicht gut geht? Und ach, so viel Geld jetzt in mich zu investieren. Das kennen wir nicht. Das ist auch so nicht für den Mainstream normal, in sich zu investieren, in die eigene Persönlichkeit. Und ich weiß noch gut so, als ich angefangen habe, auch in größeren Summen in mich zu investieren, ich immer so dieses Surren und diesen Gedanken im Kopf hatte, mein Gott, jetzt investierst du so viel Geld da in dich, was ist, wenn es nicht gut geht? Was ist, wenn, wenn, wenn? Aber ich habe eins mir angeeignet. Ich lausche grundsätzlich nur noch auf den ersten Impuls und das seit Jahren. Wenn es sich für mich vom Herzen her, von meiner Seele her gut anfühlt und ich stelle mir auch immer die Frage, bringt mich das jetzt weiter? Bringt mich das in meiner Persönlichkeitsentwicklung weiter? Bringt mich das weiter zu meinem Traumleben? Wir führen ja jetzt schon unser Traumleben, aber ich möchte mich ja trotzdem noch weiterentwickeln. Und das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Bringt mir das auch langfristig mehr Geld? Also wenn ich investiere in etwas, dann möchte ich natürlich ja auch letzten Endes davon ein Traumleben, noch ein anderes Standing geben und möchte natürlich auch noch mal die Investition zurückholen. Und ich kann dir eins sagen. Wenn du auf dein Herz lauschst, auf deine Seele und diesem ersten Impuls lauschst und dich fragst, bringt mich das wirklich weiter auf meinen Weg? Bekomme ich da die Anleitung? Bekomme ich da das Navigationssystem? Bekomme ich da den roten Faden, wie ich von hier nach da komme? Und da kommt ein Ja, dann mach's. Dein Herz und deine Seele können dich nicht belügen, dann kannst du nichts falsch machen. Aber wie gesagt, ich kenne das nur zu gut von mir auch. Und ich bringe dir mal noch ein weiteres Beispiel. Du stehst jetzt immer so, ich kann es jetzt leider nur mit einer Hand hier dir zeigen, eine Hand hält die Kamera. Wenn das hier so der Weg ist und du stehst hier jetzt und du willst hier hin, ja? Wenn du dir das Navigationssystem holst, um von hier nach da zu kommen, und du gehst genau nach diesem Navigationssystem. Wo kommst du denn da an? Kommst du dann hier an, wenn das das Ziel ist? Und du folgst diesem Weg? Oder kommst du da sonst wo an? Mit Navi, mit rotem Faden, kommst du da wohl an? Sind wir uns da einig? Okay. Und dann sind wir einfach aber auch so süß, dass wir nur auf die Idee kommen zu denken, was ist, wenn es nicht funktioniert? Wir kommen gar nicht auf die Idee, wirklich uns ernsthaft dann zu fragen, was ist denn, wenn es funktioniert? Wie wäre es denn, wenn du das einfach mal umswitchst und dich mal fragst, was ist, wenn es funktioniert? Was erwartet dann ein großartigem Leben auf mich? Denn schau mal, was bringt dich denn weiter? Wenn du hier, wenn ich dich das eben so gezeigt habe, weiter stehst am Startpunkt in den Startlöchern und willst und willst und willst und scharst und scharst und scharst, und überlegst und schläfst nochmal drüber und begibst dich in deine Ängste und was geschieht denn dann? Was veränderst du? Du veränderst nichts in deinem Leben. Du bleibst genau da letzten Endes stehen und irgendwann denkst du wahrscheinlich, hätte ich doch nur. Wenn du jetzt aber gehst und diesen roten Leitfaden dir holst, wie du von A nach B kommst,
Du kannst doch nur an deinem Ziel letzten Endes ankommen. Du kannst dich doch nur weiterentwickeln. Du kannst doch dann nur deinen Weg gehen. Und solange wir uns einfach mit dem Gedanken beschäftigen und uns den Zweifeln hingeben, funktioniert das wirklich und ich habe Angst, jetzt da durchzugehen, ich habe Angst, in mich zu investieren und, raubt uns das nicht nur Energie, sondern wir kommen einfach nicht weiter. Wir bleiben stecken, fest im Leben. Nichts geht mehr dann. Und irgendwann fängt dann natürlich auch noch die Seele unter Umständen an, über den Körper Botschaften zu schicken in Form von Disharmonien. Und dann denken wir irgendwann, hätte ich doch nur, wo könnte ich jetzt schon sein, wenn? Und dann sind wir wieder an dem Punkt, ist das jetzt die richtige Entscheidung und. Also letzten Endes, wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen möchten und uns unser Leben nach dem eigenen Standard erschaffen möchten, dann geht das nur, indem wir natürlich durch unsere größten Ängste gehen. Ich weiß sehr gut, wovon ich spreche. Eine Entscheidung treffen und dann eben auch uns den Faden holen, den roten Faden, den Leitfaden, den Mentor an einer Seite, der einem den Weg zeigt. Und dann kann man das Ziel im Grunde genommen nicht verfehlen, wenn man genau diesen Faden hat und von hier nach da geht, sich an die Hand nehmen lässt. Dann kann man nur Erfolg haben. Das geht gar nicht anders. Hallo, liebe Hilke. Du wolltest auch ein Live machen, da sehe ich dich hier live. Naja, ja schön. Dann wünsche ich dir viel Freude beim Live. Ich schaue es mir nachher an, bin gespannt. Ja gut, ihr Lieben, also das wollte ich dir mit auf den Weg geben zum Thema die Angst vor der eigenen Investition in uns selbst. Es ist noch nicht normal, auch für den Mainstream sowieso nicht. Und der Mainstream wird immer Mainstream bleiben, der wird auch immer feststecken. Jeder von uns hat die Wahl und du hast auch die Wahl, da feststecken zu bleiben, wo du gerade steckst. Oder du sagst, hey, ich gehe jetzt, ich folge meinem Herzen, mein Herz kann mich nicht betrügen, mein Herz weiß den Weg und ich vertraue auch dem Leben. Das Leben meint es auch grundsätzlich gut mit dir. Das sind alles nur Glaubenssätze und Themen da, die da über uns lasten. Dass das Leben eine harte Schule ist und dass es schwer ist und. Das sind alles Glaubenssätze. Nicht förderliche Glaubenssätze, die es im Grunde genommen umzuswitchen gilt, in förderliche Glaubenssätze. Und dann funktioniert das genauso. Du darfst nur gehen, du darfst nur eine Entscheidung treffen. Ich investiere jetzt in mich und dir die Frage stelle, was ist, wenn es denn funktioniert? Was für ein tolles, großartiges Leben wartet denn auf mich? Okay? Bis dann. Ciao.